So, das ist jetzt ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin, und zwar mein PLL-Sender. Aus technischen Gründen kann er jetzt zwei Frequenzen, und zwar 52 und 68 MHz, weil mit dem 100 MHz Quarz war es ein bisschen zickig. Ja, ich bin gut gelaunt, wie man hört, denn das Ganze funktioniert jetzt endlich. Ich will das gerne mal vor. Jetzt bin ich auf 52 MHz, allerdings bin ich auf 51,98. Das liegt daran, dass hier mein Referenzquarz 20 kHz zu hoch schwingt. Aber, ist mir wurscht. Könnte ich zwar reparieren oder verbessern, aber, egal. Gut, dann schalte ich den Sender mal an. Man sieht, dass er hier schon einrastet auf der Frequenz. So, das Pfeifen kommt noch vom Schleifenfilter. Zu bedenken ist aber, dass wir auf NFM sind. Jetzt lange ich mal an die Antenne hin. Wunderbar. Natürlich hatte ich bei dem ersten Sender das Problem, dass ich ihn nicht modulieren konnte. Schalten wir doch mal auf WFM. So, lassen wir mal Auto Detect, den erkennt er wahrscheinlich eh schon, ne? Gut, jetzt sind wir hier auf WFM. Starte ich doch mal die Musik. Lange ich mal die Antenne hin. Ja, Stefan ist nicht nur stolz, er hat auch gerade sehr gute Laune wegen dem. Nur wenn dieses Quarz hier, wenn das mich nicht nerven würde und auf 100 MHz gescheit schwingen würde und nicht so instabil, dann wäre das jetzt auch im UKW-Band. Aber naja, der PLL-Sender von Stefan. Und ja, Stefan ist sehr stolz drauf.